Sensationell, sensationell. Also großartig. Also wirklich lichtdurchflutet. Toll, schön. Also hell, luftig. Ein Traum ist wahr geworden. Das ist einfach großartig. Sehr schön geworden. Wir sind begeistert. Erstmal sehr verwunderlich, in einem doch sehr tief katholischen Raum zu stehen, der mir sehr gefällt, weil er eben gar nicht so urkatholisch wirkt, sondern Licht, weit, transparent, schlicht. Ich finde es sehr, sehr schön, muss ich sagen. Also mir gefällt es ausnehmend gut. Ein großartiges, altes, neu gewordenes Haus. Die Öffnung in die Schöpfung, zur Stadt hin. Man kriegt so diese Situation des Domberges mit. Das ist voll beeindruckend. Grandios. Das finde ich so schön, dass man da diese totalen Ausblicke hat. Und dass es da Fenster gibt, die einfach vom Boden bis darauf gehen. Und man hat immer die Stadt vor sich. Ganz großartig. Also Licht, hell und ganz viel Liebe zum Detail. Ich bin wirklich sehr, sehr positiv überrascht, muss ich ehrlich sagen. Ja. Vor allen Dingen die Bezüge nach draußen, die sind immer wieder ein Erlebnis. Man kommt um eine Ecke und hat plötzlich ein völlig neues Bild vor sich. Und das in Verbindung mit den alten Bildwerken, das ist schon toll. Und wie so schön auch so, also alte Gemälde jetzt wieder so modern interpretiert worden sind, finde ich schön. Und es macht ja auch vielleicht für junge Leute wie mich wieder sehr spannend und interessant. Die Präsentation der Werke ist einfach sensationell, muss ich wirklich sagen. Großartig. Herzlich willkommen alle, die heute gekommen sind. Und ich freue mich sehr, dass Sie alle da sind. Wie immer nur neu unter diesem Motto haben wir Sie eingeladen. Für ein Museum. Ja, es ist ein besonderes Museum, einzigartig und mit Gottesbezug. Ich glaube, ich kann hier schon ein bisschen erfahren, dass sich, ja, ich überspitze jetzt ein bisschen, Himmel und Erde berühren, also dass hier durchaus auch so ein bisschen transzendentes Feeling aufkommt, wenn ich so sagen darf, weil man einfach auch mit von den Bildern her schon und auch eben James Turrell, allein dieses Kunstwerk, das sind einfach Elemente da, die weisen ein bisschen über unser irdisches Leben hinaus, glaube ich zumindest, und das ist schon was ganz Besonderes. Man bekommt, glaube ich, auf viele Fragen des Lebens zumindest einen Impuls, wie Antworten aus christlicher Sicht auch aussehen könnten, und das ist schon etwas ganz, ganz Tolles. Ich glaube, das kann auch nur so ein Museum vermitteln. Da kann man viele Worte machen, kann ich jetzt auch viele Worte machen, aber ich glaube, dass die Bilder oft mehr sagen als viele Worte und auch die ganze künstlerische Ausgestaltung. Dies ist ein Ort von europäischem Rang. Und das Museum ist ein wesentlicher Baustein dessen, was dieser Domberg verkündet. Gerade in diesen Zeiten des Umbruchs, wo wir auch als Kirche vor Herausforderungen stehen, das, was wir ererbt haben, was wir gelebt haben, neu zu sagen, in einer neuen Weise auszusprechen, neue Fragen aufzuwerfen. Denke nach, Mensch, wer bist du? Denke über dich nach und die Welt. Schau auf das Geheimnis. Gib dich nicht zufrieden mit den flachen Antworten, sondern bleib auf der Suche. Dann ist es ein Ort, der nicht einfach im klassischen Sinne ein Museum ist, wo man mal durchläuft, sondern ein Kraftort für die Kirche der Zukunft. Und hier an diesem Ort kann sie Großes und Faszinierendes den Menschen anbieten. Da möge Gottes Segen über allen sein, die hier ein- und ausgehen. Mit dem Auftrag, Coraggio, mach was draus. Danke. Ja, Tanz auf dem Vulkan, wir sind verrückt, wie Sie wissen. Sie haben es die letzten Jahre schon mitgekriegt. Wir haben es gewagt, auch eine Sonderausstellung vorzubereiten. Da-da!
Hier ist alles richtig gemacht, alles schön gemacht. Ein Diözesanmuseum, das auch wirklich den Glauben anspricht, jedem einen Zugang gibt, der auch nichts mit Glauben zu tun hat. Der geht aus diesem Museum hinaus und hat was mitgenommen für sein Leben. Also es ist zum Weinen schön, hier zu sitzen, wirklich. Das ist Pizza Fritta, das kommt aus Neapel, Signora. Grande. Menschen, die hier mitgearbeitet haben. Und wenn man das noch zusammenzählt in den Werkstätten etc., es sind über 1000 Menschen, das ist unglaublich, wie viele Menschen an so einem Werk beteiligt sind. Und das sind nur ein paar, aber ein paar ganz wichtige, darf ich mal sagen. Vielen Dank an alle und vielen Dank an Sie. Und jetzt genießen Sie das Haus.